Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen Spooky-Video und einer weiteren 3 Uhr Nachts-Challenge. Denn es gibt wieder einen neuen Teil TikToks, das habt ihr euch so oft gewünscht, die du dir niemals alleine um 3 Uhr nachts anschauen solltest. Perfekt für den Spooktober, und ich mache es, damit ihr es nicht machen müsst. Aber macht dafür unbedingt den Grandma-Check, Leute, denn den braucht ihr garantiert. Schreibt mir gerne eure Spooky-Story vom Freitag, den 13. in die Kommentare, denn der war ja dieses Jahr auch im Oktober. Und Leute, passend zum Thema, lasst mal jetzt unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr auch Freitag, den 13. mega merkwürdig und unheimlich findet. Finden wir 14.000 von euch, also ich gehöre auf jeden Fall dazu, weil warum existiert eigentlich diese Legende um diesen Tag? Warum fürchten sich alle vor Freitag, dem 13.? Sehr mysteriös, weil irgendwoher muss das doch kommen. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu hier seid, aktiviert die Glocke und let's go! Okay, Leute, ich sehe eine Wasserrutsche. Oh oh. Seit wann sind Wasserrutschen auch noch verflucht? Okay, los geht's. Okay. Die eine... Warte. Da war irgendjemand, irgendwas. Habt ihr es gesehen? Die drehten sich auch noch um, weil die wahrscheinlich irgendwas gespürt haben, aber da ist niemand. Hier sieht man es noch mal in Slow-Mo. Da ist jemand. Hä? Man sah beide. Und die waren nicht von ihr. Die waren von irgendjemand anders. Das schreit nur danach, dass es spukt. Wahrscheinlich war es 3 Uhr nachts. Voll unheimlich. Vor allem, die haben sich echt gewundert. Die haben nach hinten geschaut, Leute. Annabelle, was tust du da? Übrigens, ich habe die ganzen Annabelles hier hingestellt. Zufall, ich glaube nicht. Nein, ich habe sie extra aufgestellt, Leute, damit ihr sie im Auge behalten könnt, weil ich traue die nicht. Warte, ist das Licht hinten ausgegangen? Nicht schon wieder. Okay, jetzt habe ich besonders viel Angst. Okay, was ist mit ihrem Haar los? Das schwebt in der Luft. Guck mal, sie macht gar nichts. Da, da ist auch keine Schnur dazwischen. Wie kann das bitte in der Luft schweben? Also, ich kann mir das einfach nicht erklären, außer dass es irgendwas Paranormales ist. Weil wenn ich ein Geist wäre, würde ich wahrscheinlich sowas auch machen. Ja, wirklich jetzt. Um Zeichen zu geben. Hallo, ich bin da. Ich heb mal eben kurz deine Haarsträhne hoch. Ich habe jede Nacht draußen an meinem Fenster eine Eule gesehen und wollte von ihr ein Bild machen. Was zum ist das? Warte. Das ist keine Eule. Ah! Nein. Nein, 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 nein. Wow. Leute. Wer dachte auch, das ist eine Eule? Oh mein Gott. Ey, der hatte, glaube ich, einen Hoodie an mit irgendwie so einer Eulenmaske oder so ein, keine Ahnung, Tuch oder sowas. Und ansonsten stand der da. Der ist aber weggegangen, als er erwischt wurde. Ich glaube, das ist das gruseligste TikTok, was ich jemals gesehen habe. Okay, Leute, ich sehe hier Elmo. Warte, hä? Bewegt er sich selber? Was macht er? Ist er einfach angegangen? Hä? Oh! Was? Der kann sogar aufstehen? Oh mein Gott! Neue Angst freigeschaltet. Welches Spielzeug kann einfach mal von selbst aufstehen? Wie unheimlich kann bitte ein Spielzeug sein? Okay, wir haben hier eine Küche. Da macht sich wohl jemand die Rahmennudeln da. Diese mega scharfen. Und, ah! Was ist da passiert? Ist das Ding da einfach aus dem Block rausgesprungen? Da war nichts, ne? Da war gar nichts. Ich glaube, da hatte der Geist keinen Bock auf ein Dinner-Date oder sowas mit scharfen Nudeln. Der hatte keine Lust drauf. Der war sauer. Nein, aber ich glaube, ich hätte gar keine Lust mehr, irgendwie Nudeln zu machen. Ich wäre rausgerannt aus der Küche. Okay, was ist das jetzt? Skinwalker? Hat der einen Filter drauf? Ah nein, der sieht, glaube ich, einfach nur so aus, oder? Ich glaube, das ist optische Täuschung, weil die Nase halt ziemlich spitz ist von dem Hund. Und sein Lächeln, das wirkt halt ein bisschen gruselig. Ich verstehe es wohl, aber ich glaube, er freut sich einfach, dich zu sehen. Ich glaube, es war einfach nur Freude. Achte auf die Decke. Okay, die wurde gerade zur Seite geworfen. Wonach schaut die Person? Ist da jemand? Hä? Okay, ich dachte gerade, irgendjemand hätte vielleicht die Decke so weggeschmissen. Aber nein. Irgendwas hat die Decke noch runtergezogen. Das ist gruselig, Mann. Annabelle heraufbeschwör nur. Die guckt halt direkt in die Seele. Oh nein, das ist gruselig. Das ist gruselig. Hör auf damit. Was, ihr nur noch ein Kind? Belohnt's nicht. Wehe, ihr vermehrt euch. Hört auf damit. Ich habe schon genügend hier. Ich brauche nicht noch mehr in meinem Leben, okay? Aber dieser verdammt aus wie das Original. So groß, so riesig. Okay. Neues Spielzeug, was? Oh. Oh nein. Oh nein. Kein gutes Spielzeug. Was? Ich verstehe sie ja. Ich verstehe, dass sie das gruselig findet. Weil ehrlich, jetzt hätten sonst keine Halloween-Deko im Zimmer. Nur diese eine Puppe, diese gruselige auch noch. Warum tut man sich das freiwillig an? Nein, danke. Okay, Was? Die hat man beim Thriften gefunden? Also im Secondhand-Shop, Leute.
Die hätte ich niemals mitgenommen. Ich musste es vorher überprüfen, bevor ich es meiner Tochter gekauft habe. Oh! Oh! Hat er nicht getan! Hat er nicht getan! Die Puppe so und er nur bäm! Ich glaube, das wird nichts mit der. Also wie viele verfluchte Puppen gibt's momentan? Das ist doch nicht mehr normal. Ich glaube, sie laggt im echten Leben. Was passiert hier? Schweben ihre Haare? Was passiert hier? Das frage ich mich gerade auch. Also ein einzelnes Haar habe ich da jetzt auch nicht gesehen, wo ich mir denke, okay, vielleicht ist ein Haar hängen geblieben und dann noch ausgerechnet bei zwei Strähnen. Ich bin verwirrt. Okay, sie hat sich eine echt aussehende Puppe gekauft. Oh! Und sie wird beobachtet von der Puppe. Habt ihr es gesehen? Die Augen haben sich bewegt. Nein, die würde ich sofort wieder aus meinem Zuhause verbannen. Der hat geguckt, der hat Auge gemacht. Sowas von Side-Eye. Ihre Kinder sollten keine Angst haben vor dieser Puppe bis heute Nacht. Alter, die kommt auf dich zu. Dämon, weich im Bann mir. Hat die jemand in der Hand gerade oder was ist das? Aber ich habe auch niemanden so richtig erkennen können. Also hat die sich jetzt von selbst bewegt oder nicht? Und selbst wenn nicht, wer hat sie bewegt? Aber nein, so eine alte Puppe, vor der hätte ich auch Angst. Ich habe dieses Bild von meiner Mutter und ihrer Tante gefunden mit diesen Puppen. Wir haben bemerkt, dass diese Puppe so ein, ja, böses Gesicht zieht. Und das haben wir vorher noch nie gesehen. Daraufhin hat sie wohl gegoogelt und hat gemerkt, dass keine von denen so guckt. Sehr seltsam. Ich hoffe, die haben diese Puppe nicht mehr. Das würde mir so Angst machen im Nachhinein. Warum guckt die so böse? Okay, ich habe keine Ahnung, was da steht. Warte, da steht ein Schatten auf, oder? Hä? Was ist das? Was, ein Filter? Was war das? Wie gruselig. Das sah so aus, als wäre jemand aufgestanden. Aber wo ist der hingegangen? Und die anderen chillen einfach am Handy. Ganz normal. Ganz normal. Okay, wo sind die denn? In irgendeinem verlassenen Gebäude? Krankenhaus? Keine Ahnung. Ich glaube, die probieren auch, ja, den Filter aus. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob da es spukt. Anscheinend nicht. In der Tiefgarage? Auch nicht. Okay, die probieren es nochmal da aus. Nichts zu sehen. Hier, verlassener, dunkler Parkplatz. Okay, ein paar Autos stehen da. Da wurde jemand erkannt. Also sie hatten das Gefühl, es spukt da anscheinend an dem Ort. Und tatsächlich hat der Filter was erkannt dort. Also komisch, dass man so ein Bauchgefühl hat. Vielleicht könnte es da irgendwie spuken und plötzlich erkennt der Filter etwas. Vor allem so ein sehr gruseliger Parkplatz. Ich würde direkt ins Auto steigen und wegfahren. Was ist das? Warte, da bewegt sich etwas. Eine Spinne? Nee. Warte, sind das Finger? Oh! Was ist das? Was ist das? Das hatte Fingernägel. So ganz lange. Das sah aber auch irgendwie ein bisschen flauschig aus. Aber so groß. Nein. Das kann doch kein normales Tier gewesen sein. Welches Tier hat so große Krallen und große Hände? Gib ihm etwas zu essen. Vielleicht hört er dann auf damit. Meine... Warte, was? Da war eine Hand. Da war eine Hand! Um 5 Uhr morgens wurde das aufgenommen. Also irgendjemand wollte da Hi sagen. Ich weiß noch nicht mehr, aber das ist gar nicht beruhigend. Überhaupt nicht. Wir haben das, während wir draußen am Laufen waren, gesehen. Irgendwelche Ideen? Was ist das? Warum sah das gerade so aus wie eine Person am Anfang mit so langen schwarzen Haaren? Der Schlamm sah so aus wie eine Person. Aber ich glaube, es war nur Zufall. Aber trotzdem sehr, sehr seltsam. Oh, wow. Diese Sportgeräte in der Nacht, die sich wieder von selbst bewegen. Da ist einfach keiner. Die anderen bewegen sich nicht. Nur das. Und ihr könnt mir nicht sagen, dass das der Wind war. Das schafft der Wind nicht. Da musst du schon Kraft ausüben. Lorona. Davon habe ich auch irgendwie mal gehört. Ich glaube, das kommt aus dem südamerikanischen Raum. Mexiko oder so. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Kennt sich jemand damit aus? Aber auf jeden Fall ist da was zu sehen. Warte, was? Jetzt so richtig heftig. Oh mein Gott, das sieht eins zu eins aus wie ein Geist. So eine Geistgestalt? Als hätte der Geist so ein richtig langes weißes Kleid an. Normalerweise sieht man ja oft solche Geistergestalten echt ziemlich verschwommen, aber diesmal war es sehr deutlich und wirkte sehr echt. Wow, ein gruseliger Wald. Mit einer gruseligen Gestalt. Es hat sich, glaube ich, sogar gereimt. Yay! Der rennt. Der rennt sowas von. Da war jemand. Slow Motion zoomt in. Wer oder was ist das? Das ist creepy. Wirklich jetzt. Also, schlimmster Albtraum. Du bist im Wald und wirst irgendwie beobachtet. Wer steht da so lost rum? Wer? Oh, ihre Haare. Habt ihr es gesehen? Schon wieder sowas.
Ich sag dir, es kommt öfters vor. Ich habe sowas öfters schon gesehen und das ist heftig. Ist euch sowas auch schon mal passiert? Haunted House? Was? Der Schaukelstuhl schaukelt einfach mal von selbst. Was? Das ist nicht so niemand. Die ältere Dame sitzt auch noch ganz gechillt gegenüber. Also, es könnte auch sein, dass es vielleicht irgendwie ein Angehöriger ist, ne? Der sich irgendwie dadurch bemerkbar machen will. Die ältere Dame war es halt nicht. Die war nicht mit ihrem Fuß da dran, hat das nicht gewippt, nicht. Also es könnte sein. Aber dann ist es eigentlich auch gar nicht so gruselig. Also schon, wenn du es siehst, aber es ist auch irgendwie schön. Kann mir bitte jemand den Glitch erklären? Was passiert hier mit der Pfütze? Was ist das? Lag's am Licht, das von links und rechts kam und so, ja, dadurch unterschiedlich war? Oder? Ich bin verwirrt. Ich bin sowas von verwirrt. Okay, Leute, es ist mitten in der Nacht. Man hört Hunde. Und noch irgendwie so ein komisches anderes Geräusch. Alter, das hört sich richtig gruselig an. So, hört ihr das? Meint ihr, es kommt von einem anderen Hund? Oder meint ihr, das war irgendwas Paranormales? Also ich kann mir das Geräusch nicht erklären. Es passt nicht zu den anderen Geräuschen. Und das auch noch mitten in der Nacht? Ja, ich würde sagen, das waren jetzt genügend TikToks. Ich hoffe, ihr kriegt noch ein Auge zu. Auf jeden Fall waren die wieder sehr unheimlich. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch so, so da lieb. Bye!